die Geschwindigkeit und die Tiefe, die ist wirklich diesmal anders. Also wir sehen Veränderungen. In Ihrer Keynote sprechen Sie von einem Technologiesprung. Was meinen Sie damit ganz konkret? Naja, Herr Kleo, was meine ich damit? Technologische Veränderungen sind in unserer Branche nicht neu, gab es schon immer. Die Geschwindigkeit und die Tiefe, die ist wirklich diesmal anders. Also wir sehen Veränderungen durch OpenAI, durch Generative AI, wo die Anwendbarkeit für unseren Versicherungsbetrieb und auch Vertrieb auf einmal schnell da ist. Und das ist ein echter Sprung. Sie sind bei der HDI, Sie verantworten die HDI Deutschland. Haben Sie vielleicht so ein, zwei Use Cases, wie Sie das schon bei sich im Haus anwenden? Das sind natürlich Betriebsgeheimnisse, aber ich kann also ganz klar ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die Frage ist ganz klassisch, Schulung von neuen Mitarbeitern. Das ist ein Thema Fragen, Antwortkataloge, haben wir immer mit viel Mühe gemacht. Das kann man durch Large Language Models deutlich schneller machen. Man lädt Versicherungsbedingungen dort rein und kann sehr viel schneller Kolleginnen und Kollegen Antworten auf Fragen geben, die sie teilweise auch mitten im Dialog stellen möchten, stellen werden. Schulungen werden leichter durch die technische Unterstützung. Vielen Dank dafür, auch für die Einblicke. Meine nächste Frage ist, was verbinden Sie mit der MSG und wo unterscheiden die sich eigentlich zu der anderen? Also ich kenne die MSG schon lange. Ich glaube, MSG bzw. Softwarekomponenten von MSG hat fast jeder mindestens mal Lebensversicherer im Einsatz. Andrea von Aubel ist eine langjährige Kollegin von mir. Insofern habe ich gerne heute in der Veranstaltung teilgenommen. MSG ist Teil der Branche, wie auch ein paar andere Wettbewerber auch, aber wenige. Das ist, glaube ich, das größte Unterscheidungsmerkmal auch der MSG.